Strom, Spannung und Widerstand, das sind ganz elementare Begriffe in der E-Technik und sie sind verbunden über das Ohmsche Gesetz U ist gleich R mal I. Doch die Frage ist, wie kommt man überhaupt auf so eine Formel? In meinem Grundkurs E-Technik, da klären wir genau das und in diesem Video, da gehen wir den ersten Schritt dazu. Ich werde dir zeigen, wie man die Anzahl der freien Ladungsträger ausrechnen kann, die in einem Stück Draht wie diesen hier stecken und die wir später mit Hilfe eines elektrischen Feldes bewegen können. Und alles, was du dazu brauchst, das sind ein paar Angaben zur Geometrie und zum Material des Drahtes. Und am Ende des Videos, da haben wir eine einfache und vor allen Dingen nachvollziehbare Formel, aus der sich das Ohmsche Gesetz später sehr, sehr leicht entwickeln lässt. Ich bin Andreas von The Fearless Engineer und los geht's! Wir haben in den Theorievideos schon gelernt, dass die Elektronen in einem Atom durch die elektrostatische Kraft an die Protonen im Kern gebunden sind. Und je weiter weg von diesem Kern die Elektronen sind, umso schwächer wird diese Kraft. Und die Elektronen ganz, ganz außen, die werden Valenzelektronen genannt. Das sind diejenigen Elektronen, die sich an den Bindungen mit anderen Atomen beteiligen, zum Beispiel in einem Kupferkabel. Und wenn sich diese Kupferatome miteinander verbinden, dann ordnen sie sich in einer Art und Weise an, dass eben jedes Kupferatom sein eines Valenzelektron abgibt. Und das heißt, im Kupfer, da befinden sich dann genauso viele abgegebene und damit freie Elektronen, wie es eben auch Atome gibt. Und diese abgegebenen Elektronen, die werden auch freie Ladungsträger genannt. Und die lassen sich zum Beispiel durch ein elektrisches Feld sehr, sehr leicht in Bewegung versetzen. Und in den nächsten paar Minuten, da werden wir die Anzahl der freien Ladungsträger in eben diesem Draht ausrechnen, von dem wir wissen, welchen Durchmesser er hat, wie lang er ist und aus welchem Material er besteht. Und am Ende, da werden wir eine Gleichung haben, aus der sich im Prinzip schon die Grundform des Ohmschen Gesetzes erahnen lässt. Und sobald wir im nächsten Video über Strom und Spannung gesprochen haben, dann ist der Weg hin zu U gleich R mal I ganz, ganz leicht erkennbar. Und jetzt geht's los mit der Frage, wie viel freie Ladung in einem Draht steckt. Ich wünsche dir viel Spaß. Bei den allermeisten Aufgaben, ganz egal, ob das E-Technik ist oder Physik oder Mathe, dann macht das Sinn, sich die bekannten und die unbekannten Größen aufzuschreiben. Das macht es in der Regel viel, viel einfacher, den Lösungsweg zu erahnen und dann später auch zu finden. Und das machen wir jetzt hier auch. Als erstes, da wollen wir aufschreiben, was wir überhaupt über diesen Leiter wissen, also gegeben. Wir wollen hier ein ganz normales Installationskabel aus dem Haushalt nehmen und da soll der Querschnitt bei 2,5 Quadratmillimetern liegen und die Länge bei 1 Meter. Das Material, das soll hier Kupfer sein und Kupfer, das kennen wir schon aus dem letzten Video. Und wir haben gesehen, dass aus dem Periodensystem der Elemente das Atomgewicht abgelesen werden kann und für Kupfer sind das 63,546 Gramm pro Mol. Und nur zur Erinnerung, ein Mol, das ist eine Mengenangabe und das entspricht ca. 6,022 mal 10 hoch 23 Atomen, das heißt auch Avogadro'sche Zahlen. So, und außerdem brauchen wir für diese Aufgabe noch die Dichte von Kupfer. Warum, das erkläre ich dir gleich, aber die schreiben wir jetzt erstmal hin. Wir können uns die ganz einfach von Google holen und wenn wir bei Google nachschlagen, dann sehen wir, dass das 8,96 Gramm pro Kubikzentimeter sind. So, jetzt haben wir fast alles aufgeschrieben, was wir wissen müssen. Jetzt fehlt nur noch die Elementarladung. Und die liegt bei E hoch minus ist gleich 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. So, und zum Schluss schreiben wir jetzt noch auf, was wir überhaupt wissen wollen. Wir suchen hier in dieser Aufgabe die Menge der freien Ladung im Kabel und die nennen wir Q. Wir schreiben also hin, gesucht Q. Wir haben ja schon im letzten Praxisvideo ausgerechnet, wie viele freie Elektronen in einer Kupfermünze sind. Der Unterschied, der war aber, dass wir dabei das Gewicht der Münze gegeben hatten. Und jetzt haben wir stattdessen die Abmessung des Kabels gegeben. Wir müssen es also schaffen, statt dem Gewicht das Kabelvolumen und ein paar Materialeigenschaften von zum Beispiel Kupfer oder Aluminium zu nutzen, um auf die Anzahl der Ladungen zu kommen. Statt Gramm haben wir also Kubikmeter. Und im ersten Schritt, da rechnen wir jetzt die Anzahl der Atome in einem Kubikmeter Kupfer aus. So, wenn wir uns die Liste der gegebenen Größen hier nochmal anschauen, dann finden sich dort zwei, die über ihre Einheiten zusammenhängen. Und zwar ist das einmal das Atomgewicht mit 63,546 Gramm und die Dichte mit 8,96 Gramm. Und in beiden Größen, da kommt die Einheit Gramm vor. Und wenn wir die Dichte durch das Atomgewicht teilen, dann bekommen wir ein Ergebnis mit der Einheit Mol pro Kubikzentimeter, also Anzahl Atome pro Kubikzentimeter. Und rein von der Einheitenbetrachtung her, wenn wir Dichte durch Atomgewicht teilen, dann kommen wir erstmal in die Richtung dessen, was wir später auch ausrechnen wollen. So, schreiben wir also hin für den ersten Schritt, Anzahl Atome pro Volumen ausrechnen. Und die Anzahl Atome bezeichnen wir hier mit Na und wir bekommen die, indem wir, wie schon gesagt, die Dichte durch das Atomgewicht teilen, also Dichte Kupfer durch Atomgewicht von Kupfer.
Und weil wir später ein Volumen in der Einheit Kubikmeter wollen, müssen wir jetzt hier noch von Kubikzentimeter auf Kubikmeter umrechnen. Und das können wir ganz einfach machen, indem wir einfach dieses Ergebnis mit 10 hoch 6 multiplizieren. Und wenn wir das ausrechnen, dann kommen wir auf ein Ergebnis von 141 mal 10 hoch 3 Mol pro Kubikmeter. Und wenn wir das Ganze jetzt noch mit der Avogadro'schen Zahl multiplizieren, weil wir ja die Anzahl der Atome hier wissen wollen, also müssen wir das mal 6,022 mal 10 hoch 23 nehmen. Dann kommen wir für Na auf eine Anzahl von 8,49 mal 10 hoch 28 Kupferatomen pro Kubikmeter. Und das ist schon unser erstes Zwischenergebnis. So, und als nächstes rechnen wir aus, wie viele freie Elektronen in unserem beispielhaften Kupferkabel sind. Dazu müssen wir nur die Ladungsträgerdichte aus dem letzten Rechenschritt, das heißt die Anzahl der Elektronen pro Kubikmeter mit dem Volumen des Drahtes in Kubikmetern, multiplizieren. Und unser Draht ist natürlich ein Zylinder mit einer Querschnittsfläche A und einer Länge L. Und deswegen können wir jetzt im zweiten Schritt die Anzahl der Atome in unserem Drahtvolumen ausrechnen. Wir schreiben jetzt also erstmal das Volumen des Drahtes hin. Volumen Draht ist gleich Grundfläche mal Länge. Und um jetzt die Anzahl der Atome in diesem Drahtvolumen auszurechnen, müssen wir nichts anderes tun, als dieses Volumen Vd mit der Ladungsträgerdichte in Kupfer zu multiplizieren. Wir schreiben also hin, Anzahl n der Atome im Draht ist gleich A mal L mal Ladungsträgerdichte aus dem ersten Schritt. Und jetzt sind wir fast schon fertig, denn unser Ziel in dieser Aufgabe ist es ja, die Gesamtmenge der freien Ladung im Draht zu berechnen. Und jetzt wissen wir schon, wie viele freie Elektronen vorhanden sind. Und was wir jetzt noch tun müssen, ist, wir müssen diese Zahl nur noch mit der Elementarladung multiplizieren. Wir schreiben also hin, Ladungsmenge Q ist gleich E minus mal A mal L mal Na. Und jetzt können wir ganz gut die Zahlenwerte für unser Beispiel einsetzen. Das machen wir jetzt hier im nächsten Schritt. Wir schreiben also hin für E 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulomb mal 2,5 mal 10 hoch minus 6 Quadratmeter mal 1 Meter mal 8,49 mal 10 hoch 28 Atome pro Kubikmeter. Und damit kommen wir auf ein Gesamtergebnis für die Ladung von insgesamt Q ist gleich 34 mal 10 hoch 3 Coulomb. Und das ist die Ladungsmenge, die sich in Form von frei beweglichen Elektronen über den gesamten Leiter verteilt. Wenn wir jetzt die Anzahl der Ladungen in einem Draht aus Aluminium ausrechnen wollen statt Kupfer, dann geht das auf genau die gleiche Weise. Du holst dir das Atomgewicht aus dem Periodensystem, holst dir die Dichte zum Beispiel von Google und dann musst du nur noch beachten, dass Aluminium drei Valenzelektronen hat, die bei der Bindung frei werden und dann das Elektronengas bilden. Kupfer hatte eins. Zu dem letzten Schritt, da wollen wir vergleichsweise die Ladungsmenge in Aluminium bestimmen. Wir schreiben also hin, drittens, Ladungsmenge in Aluminium. Und das geht ganz einfach, wenn wir die Werte einsetzen, die kannst du selber nachschlagen. Ich habe dir gezeigt, wo du sie findest. Und wenn man das Ganze einsetzt, dann kommt man insgesamt für Aluminium auf eine Ladungsträgerdichte von Na ist gleich von 1,808 mal 10 hoch 29 Elektronen pro Kubikmeter. Und für Q bekommen wir raus Q in Alu 72,4 mal 10 hoch 3 Coulomb. Und das sind ungefähr doppelt so viele wie für unseren Kupferdraht. Bislang sind wir davon ausgegangen, dass die Ladungen in Ruhe sind. Und wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass die Ladungen sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit in eine einheitliche Richtung bewegen, wir haben schon über die Driftgeschwindigkeit gesprochen, dann kommt eben ein zeitlicher Aspekt in der Gleichung dazu. Und wir können die Ladungsmenge pro Zeit ausrechnen, die sich durch diesen Leiter hindurch bewegt. So, jetzt wollen wir eine Zeitbetrachtung machen. Vierter Schritt, Zeitbetrachtung. Und dazu teilen wir die Gleichung für Q einfach auf beiden Seiten durch die Zeit t. Und damit haben wir die Ladung pro Zeit angegeben. Schreiben wir also hin, Q pro Zeit ist gleich Elementarladung mal Fläche mal Länge mal Ladungsträgerdichte geteilt durch die Zeit. Und diese Gleichung, die solltest du dir merken, denn das ist die Basis für die Definition von Strom und von Spannung, die wir im nächsten Video sehen und sogar später für den elektrischen Widerstand. Die Frage ist aber natürlich, welchen Zahlenwert für t wir einsetzen müssen. Ist es eine Sekunde, ist es eine Minute, sind es 5 Minuten? Na, die Antwort, die ist ganz einfach. T ist genau diejenige Zeit, in der die Elektronen einmal komplett durch den Leiter gewandert sind, also insgesamt eine Länge L zurückgelegt haben. Und damit ist t natürlich direkt abhängig von der Driftgeschwindigkeit und die wiederum ist abhängig von der sogenannten Elektronenbeweglichkeit μ in Kupfer und von einem elektrischen Feld, das diese Ladungsträger überhaupt erst in Bewegung versetzt hat.
In diesem Praxisvideo haben wir also ausgerechnet, wie viele freie Ladungsträger in einem Stück Kupferdraht sind. Dazu haben wir mit Hilfe der Dichte und dem Atomgewicht die sogenannte Ladungsträgerdichte ausgerechnet und dann mit dem Drahtvolumen multipliziert. Und außerdem haben wir uns schon erste Gedanken gemacht über bewegte Ladung und damit über eine zeitliche Komponente und ein die Bewegung verursachendes elektrisches Feld. Und genau diese beiden Aspekte, die werden uns dazu führen, dass wir sowohl Strom als auch Spannung ganz, ganz einfach definieren können. Aber das sehen wir uns ganz ausführlich im nächsten Video an. Und das Video ist übrigens Teil eines Grundlagenkurses E-Technik. Und wenn du Lust hast, dir die anderen Teile auch noch anzuschauen, dann findest du unten in der Beschreibung und auf meinem Kanal die entsprechende Playlist dazu. Und wie das eben so ist, in Büchern wie in Videos, manchmal schleichen sich die Fehlerteufel ein. Und wenn mir das auffällt, nachdem das Video schon online gegangen ist, dann mache ich das in der Regel so, dass ich ein kurzes Korrekturvideo auf meinem Kanal poste, in dem ich den Fehler erkläre. Und solche Links, sofern vorhanden, die findest du in der Videobeschreibung. Also, bis zum nächsten Video hier auf The Fearless Engineer.